Willkommen zurück beim FM22, liebe Freunde. Wir starten jetzt, ja, nicht in die Rückrunde, aber ins Kalenderjahr 2022. Nach 18 Spieltagen stehen wir auf Platz 1. Wir sollen aufsteigen. Im Kader gibt es ein bisschen Stress, weil Stammspieler sind zwar gegangen und anderen blühen dadurch neue Einsatzzeiten. Das versteht aber nicht jeder. Der Herr Jonas Karl beschwert sich jetzt über mangelnde Einsatzzeiten. Ich werde ihn jetzt einfach mal aufstellen und hoffen, dass er dann irgendwann bemerkt, dass der Jamilo Collins, sein Hauptkonkurrent, nicht mehr da ist. Den Hartmann haben wir für 2 Millionen verpflichtet, wo ich ja auch nicht weiß, ob wir uns das eigentlich leisten können. Aber wir haben ja knapp 12 Millionen auf dem Konto, auch wenn wir hier deutlich jeden Monat Verluste fahren. Wir sollten aufsteigen, um uns das alles leisten zu können. Und wir haben ein Angebot für Adrian Oeynhausen erhalten von Erzgebirge Aue. Er ist ein 19-jähriger defensiver Mittelfeldspieler. Sein Vertrag endet 150 Euro pro Woche, ist ja auch nicht so, obwohl pro Woche. Falls der Spieler das Angebot annimmt, kann ich ihm nicht auch ein Angebot abgeben. Ist durchaus ein tolles Talent, wie es hier gesagt wird. Mache ihm auch mal noch ein Angebot. Aue hält die Verhandlung für Oeynhausen für akzeptabel. Bevor wir uns mit dem Angebot vom Aue beschäftigen, möchte ich Sie kurz durch den Ablauf einer Transferverhandlung führen. Habe ich sowas noch nie gemacht? Kurz gesagt, müssen Sie entscheiden, ob Ihnen die Ablöse ausreicht, um sich von dem Spieler zu trennen oder ihn adäquat ersetzen zu können. Profitiert der Verein zukünftig von zusätzlichen Zahlungen oder davon, dass die Ablöse in Raten bezahlt wird? Gibt es Klauseln, die für uns vorteilhafter wären? Bedenken Sie, dass wir hier verhandeln, also können Sie entsprechend antworten, damit das Geschäft für uns attraktiv wie möglich wird. Können das Angebot annehmen oder ablehnen oder aber dem Verein einen Gegenvorschlag unterbreiten, um eine Verhandlung zu beginnen. Wenn Sie entscheiden möchten, wer für eingehende Angebote unserer Spieler verantwortlich ist, kann ich sicherstellen, dass diese Entscheidungen schnellstmöglich getroffen werden. Das mache ich. Ich möchte jetzt aber mit dem Herrn Oeynhausen, ich möchte ihm selber einen neuen Vertrag anbieten. Ich weiß nicht, ob wir ihn abgeben sollten. Ein Talent vor dem Durchbruch. So, der hat auch keinen nervigen Berater. Bieten ihm mal 1000 pro Woche. Wir würden gerne mit 2 Jahren verlängern. So, die Bedingungen sind akzeptabel. Jetzt müssen wir mal gucken, ob er jetzt bei uns unterschreibt oder bei Aue. Ich glaube, wir haben mehr Geld geboten. Wir sind ja auch der attraktivere Verein. Ja, ich muss gucken, dass ich jetzt mich nicht zu sehr verzocke, aber um das alles bezahlen zu können, sollten wir schon aufsteigen. So, das Kalenderjahr 2022 beginnt. Bald ja auch mit dem DFB-Pokal. Das wird auch sehr attraktiv, vor allem finanziell. Unsere U19 steht bei Rot-Weiß Essen als Gast auf dem Parkett. So, Darmstadt spielt 0 zu 0 gegen Karlsruhe. Das ist für uns gut. Karlsruhe überholt uns damit nicht. Schalke spielt 1-1 gegen Kiel. Bremen verliert 1 zu 2 gegen Düsseldorf. Das ist für uns auch gut. Bremen fällt auf Platz 4. Dresden gewinnt 3-1 gegen Hamburg. Die rücken wieder ein bisschen dran. Und Hannover gewinnt 0 zu 1 in Rostock. So, und damit kann uns nur Regensburg hier an diesem Spieltag überholen. Gucken mal hier, unsere U19 verliert mit 0 zu 1 gegen Essen. Stehen immer noch auf dem Abstiegsplatz. Oberhausen hat erst 2 Punkte. Boah. Lahmann beeindruckt. Mal ein bisschen gucken, was die Jugend hier so macht. War da aber tatsächlich mal jemand, der eine schlechte Note bekommen hat? Es kommt ja fast nie vor, dass jemand mal schlechte Noten bekommt. Ja, 5,8. Aber wie soll man denn da noch schlechter als 5,8? Wenn 5, warum hat man eine Skala von 0 bis 10, wenn 5,8 schon kritisch und schlecht ist? Wie soll man denn dann erst eine 1 oder eine 2 bekommen? Ich finde diese Skala irgendwie nicht ganz ausgewogen. Karlsruher Serie von 10 Spielen ohne Niederlage geht weiter, auch wenn sie hier nicht gewonnen haben. So, Chatjobus hat keinen Fortschritt gemacht. Minus, nee, doch keine Minustemperaturen mehr. Mittlerweile 9 Grad hier in Nürnberg. So, wen haben wir denn hier? Nürnberger, natürlich immer ein schöner Name. Handwerker Klaus. 27.268 Karten verkauft. Das Stadion ist knapp halb voll. So, Huth van der Werf, Hühnemeier. Van der Werf steht da sonst nicht. Van der Werf muss auch dringend einen neuen Vertrag bekommen. So, ich stelle den Karl jetzt einfach mal auf. Wie gesagt, hoffentlich, dass er bemerkt, dass sein Konkurrent gar nicht mehr da ist und dass er sich hier schnell beruhigt. Dörfler, Schallenberg und Stiepermann, Hartmann auf links, Michel im Sturm. Das hat jetzt hier der Co-Trainer aufgestellt, oder was? Rechts außen Ofori, links außen, nein, der 6 Schuster, der hat auch so ein bisschen ja mit uns Stress gestartet, aber auch hier hoffe ich einfach mal, dass er
einfach spielt und die Klappe hält quasi. So, ja, wie wird dann jetzt die Bank bestückt? Ich lasse Zingerle mal zumindest auf der Bank sitzen. Ist ja nicht so ganz außen vor. Ananus, Benikuni, Heuer, Melem, Platte. Ja, so kann ich mir das doch durchaus vorstellen. Ristwan und Ofori fehlt die Spielpraxis. Ach nein, wo ist denn Stiepermann? Stiepermann soll doch spielen. Oh, hier. Stiepermann kommt rein für Justwan. Ah nein, Stiepermann. Positiv auf die letzte Pressekonferenz reagiert. So. Justwan geht auf die Bank. Srebeni. Für ihn reicht das leider nicht für den Kader hier. So, auf geht's hier. Also wir stellen jetzt mal wieder die Darstellung um auf erweiterte Highlights. So, damit wir hier auch möglichst viel zu sehen bekommen. 10 Spiele haben wir verloren. Wir wollen hier natürlich nicht nochmal verlieren gegen dieselbe Mannschaft. So, wenn hier der Start schief geht, dann wird meine Transferphilosophie sicher kritisiert. Wahrscheinlich auch so sowieso schon kritisiert wird. Es regnet auch hier. Schönes Wetter. Die ersten 10 Minuten sind ereignislos verstrichen. Jonas Karls, er steht natürlich unter besonderer Beobachtung. Stiepermann schickt Karls, schön gemacht. Aber dann ist der Ball leider direkt weg. Aber dann ist der Ball auch direkt wieder da. Da ist nämlich schon wieder Karls. Wunderbar gemacht. Pass auf Michel. Michel schießt. Aber Klaus, Kampagne war gar nicht so schlecht. Der Abschluss war jetzt nicht hundertprozentig. Glück, dass unsere Konkurrenz bisher sieglos geblieben ist an diesem Spieltag. Aber müssen natürlich gucken, was Jahn Regensburg macht. Dovedan. Gehe ein gewisses Risiko ein mit der Transferphilosophie, aber bin davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Unser Kader ist breit genug. So, Viertelstunde rum, 0 zu 0. Lohkämper sieht die gelbe Karte in der 20. Minute. Eine eher verhaltene Anfangsperiode hier, erste halbe Stunde rum fast. Jetzt wieder die Gastgeber, die natürlich auch oben angreifen wollen. Die gar nicht so viele Punkte weniger haben als wir. Schuranov. Nürnberger ist natürlich immer ein wunderbarer Name hier für einen Spieler. Ich hätte auch gerne einen Spieler, der Paderborner heißt.
könnte man auch gut vermarkten. Heidenheim, da steht es 1-1 gegen Ingolstadt, während Yannick Kut gerade gut gehalten hat. Und Ingolstadt geht in Führung, 1-2. Da hüpft jemand am Rand, wer ist das denn da? Ist das ein Spieler? Nein, der Jeep Blue Jeans an. Wer ist das? Wer ist der Mann? So. Ist das ein Flitzer? Oder wer ist der Mann in Jeans, der da am Spielfeldrand rumrennt? So. Nürnberger. Nürnberg hier doch überlegen in der ersten Halbzeit. Bisher. Aber ohne dass sich das großartig in Zahlen bemerkbar macht. Fischer. Und oh, vielleicht touren da immer irgendwelche Leute am Spielfeldrand. Vielleicht sind das die Balljungen, die ich bisher noch nie bemerkt habe. So, jetzt hier und heute hatte man mal die Gelegenheit, darauf zu achten. Fischer. Und der Schuss wird abgefälscht. Und es gibt Eckball. Wir agieren hier ein bisschen zu verhalten. Tor, was? Ingolstadt? 1-1 steht schon 1-2. Schuster soll jemand nicht in eine Schnute ziehen. Ja, nee, gut. Na, da war er doch nicht dran. Es gibt Abstoß. Und ja, Torchancenverhältnis gefällt mir gar nicht. 8-1 für Nürnberg. Aber solange es 0-0 steht, mein Auswärts, kann man das mal so machen. Aber wir wollen natürlich auch unsere, wie lange läuft unsere Serie jetzt schon? Ich glaube, Nürnberg hat aber auch eine Serie. Nürnberg dürfte in der Formtabelle auf Platz 1 stehen, wurde, glaube ich, festgehalten. Ne, da muss mehr kommen. Nein, gut, dass die Null hinten steht, aber nach vorne war das jetzt wenig bis gar nichts. Dörfler, schön zwei, an sich schöner Zweikampf, aber dann nicht konsequent genug. Tsunami, Tsumasi, oder wie heißt der Mann? Flanke, und dann ist der Ball dann doch drin, und dann kurz vor Halbzeitpfiff fällt dir das 1-0. Aber es könnte abseits gewesen sein. Aber diese Nachlässigkeit, da hätte der Dörfler ein bisschen konsequenter verteidigen sollen, dann wäre das alles nie passiert. Das Tor muss überprüft werden. Das Tor wird gegeben. Das Tor hält den Videobeweis aus. Fünftes Saisontor, während Heidenheim das 2-2 macht. Und dann gehen wir quasi mit dem Halbzeitpfiff in Rückstand. Ich hätte die erste Halbzeit gar nicht so kritisiert, wenn 0 jetzt gestanden hätte. Aber so war das nichts. 1-1 das Chancenverhältnis. 1-0 das Gegentor. Wenn wir nicht schießen, werden wir nicht gewinnen. Das ist von außen extrem frustrierend zu sehen. Die Mannschaft reagiert motiviert. Erstmal belasse ich es bei dieser Ansprache. Gucke mir das jetzt nochmal eine Viertelstunde an. Bereite aber gedanklich schon die ersten Wechsel vor. So, das war nämlich überhaupt nichts. Dörfler, das war gut. Den Ball gewinnen, aber dann ist da immer noch nichts aus geworden. Wir werden die vorsichtige Haltung jetzt auch gleich ablegen. Wir warten bevor nicht aufs Tor schießen. Jetzt ein Freistoß für den ersten FC Nürnberg. Und Kopfball knapp vorbei. Ich merke gerade, dass hier im Stadion die Tormusik vergessen wurde. Der DJ ist eigentlich zurück aus dem Urlaub. So, ich gucke mir das jetzt so nicht länger an. Wir ändern jetzt mal unsere Ausrichtung von vorsichtig auf offensiv. Komplette Änderung. Hier sind einige Spieler zu ängstlich. So, der Kuni, der war ja in den Testspielen durchaus gut. Der kommt jetzt hier einfach mal für Ofori. Melem kommt für Schuster. So, das ist der erste Doppelwechsel und auch der Formationswechsel. Da kommen wir dann wenigstens mal zu Abschüssen. Abschlüssen hier. Nicht Abschüssen. Wanderwerf köpft zurück zu Yannick Kut. Und die nächsten Wechsel breiten sich auch schon vor. Abschlag von Hut. Da ist Kuni. Stiepermann schickt Michel. Michel, ist nicht schnell genug. Klaus. Halbe Stunde haben wir noch. Das wäre direkt ein falsches Zeichen, hier so in das Jahr zu starten. Also Hartmann kann den Ball gewinnen. Michel rennt auch hinten mit rum, das ist gut. Aber allerdings fehlt er jetzt natürlich vorne. So, wir haben überhaupt keine Torchancen, das muss sich ändern. So, jetzt mit der neuen Ausrichtung. Dörfler. Kuni. Schickt Stiepermann, schön gemacht. Stiepermann alleine vom Tor. Stiepermann fackelt zu lang und trifft dann nur das Außennetz. Das war die dicke Chance. Aber genauso will ich das sehen. Jetzt gibt es Freistoß für Nürnberg.
der anderen Seite. Freistoß, Hübner, wuchtiger Kopf und der Ball wird irgendwie abgeblockt und landet bei Tempelmann und der Keeper lag schon auf dem Boden und der Ball ist drin und ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Mann, wir fallen auf Platz 2. Wie ist das Tor gefallen? Kopfball und dann sind da Köpfe zwischen der Tempelmann. War das nicht hohes Bein? Der hatte seinen Fuß auf Kopfhöhe. Es war außerdem knapp abseits, scheinbar. Wird das Tor hier gegeben? Kann ich das hier nicht fordern, dass wir hier eine Videoanweisung... Kann ich nicht einen Videobeweis fordern? Ah, das Tor wurde gegeben und das Spiel ist jetzt auch schon zu spät. So, ich fordere jetzt mehr und wechsle auch nochmal. Das Tor hätte aber gar nicht zählen dürfen. Das ist natürlich frustrierend. So, wir wechseln jetzt mal. Bringen jetzt einen zweiten Stürmer. So, Melem. Ich bringe Platte für Stiepermann und Justwan für Schallenberg. Ist das das erste Mal, dass Schallenberg ausgewechselt wird? Könnte sein. Außerdem Heuer für Karls. Und das sind jetzt 5 Wechsel. Los geht's. Das 2:0 hätte nicht zählen dürfen. Man Videobeweise fordern. So, Tormusik wurde schon wieder vergessen, aber das ist jetzt hier nicht mein Job. Fällt mir nur auf. Schlechte Stimmung hier in Nürnberg. Kein guter DJ am Start. Kuni. Stiepermann und Kuni wird geschickt und noch haben wir haben hier genug Zeit, wenn wir jetzt schnell einen Anschlusstreffer schaffen. Da ist der Kuni. Kuni auf Michel und Michel scheitert an. Gegnerischen Verteidiger. Das war eine gute Chance. So, Dreifachwechsel. Wir wollen die Tabellenführung zurück. Ich rufe jetzt in einem Spiel mehr, als ich in der ganzen Hinrunde gerufen habe. Ich kann nicht schon wieder reinrufen. Na gut, dann lassen wir es. Meine Stimme ist weg. So. Jetzt sind wir auch mit Doppelspitze Platte und Platte auf Michel. Michel, jetzt hat er die dicke Chance und da ist er mal drin. 2:1 für Michel mit dem 10. Saisontor. Macht zweistellig und wir haben noch eine Viertelstunde. Das Spiel ist noch lange nicht vorbei hier. Für die Gäste gibt es sowieso keine Tormusik. Die Stürmer in Co-Produktion. Ausgehend von Yannick Huth. Da hat sich auch ein Nürnberger ganz gewaltig verschätzt und in Platte da die Tür aufgemacht und Michel... Ganz abgezockt. Haut er ihn dann rein. Wunderbar. 2:1. Und noch haben wir Zeit. Aber auch nicht zu viel. Zu viel Zeit. Ist jetzt beim besten Willen auch nicht da. Die Atmosphäre kocht jetzt langsam über. Die Fans werden immer lauter hier. Hünemeyer. Melem. Jetzt haben wir natürlich eine ganz neue Formation. Ganz andere Ausrichtung hier. Platte. Er bringt Leben rein, aber spielt jetzt hier auch einen Fehlpass vorbei. Und da wird Schuranov geschickt und der ist jetzt allein vom Tor. Schuranov, aber Yannick Huth mit der Glanzparade. Eckball. Das wird jetzt hier ein offener Schlagabtausch hier von beiden Seiten. Die dicken Chancen hier. Valentini hier mit dem Eckball. Wir sind wieder Tabellenführer, weil Regensburg, nein, weil das Torverhältnis jetzt ein anderes ist. Tumasi. Nürnberger. Danke. Und Valentini wird gesehen. Der ist völlig blank. Ah, Heuer. Kann hier der Kopf klären. Aber schon wieder Nürnberg. Und der Pass geht zum Glück ins Nichts. So, das ist jetzt aber ein richtiges Fußballspiel hier. Ein richtiger Fight. Ein spannendes Spiel. So, 10 Minuten noch plus Nachspielzeit. Handwerker, Nürnberger. Coole Namen haben die Spieler ja. Jetzt muss man ihn ja lassen. So. Schuranov. Tumasi ist immer noch so ein Zungenbrecher. So, da ist er. Nürnberger. Und dann, was ist das für ein Schüsschen? Yannick Huth packt sicher zu. Das war angeblich richtig guter Fußball. Bitte bringt Ingolstadt für 2:3. So, die Zeit läuft davon. Wir stellen jetzt auf sehr offensiv und ich fordere nochmal mehr hier.
So, Torchancen fallen, das spielt klar für Nürnberg, aber wir können hier noch was holen. Wir haben jetzt ja, die Nachspielzeit haben wir noch. Wie viel Nachspielzeit wird es geben? Nürnberg ist ja aber eher am 3:1, als wir ja am Ausgleich dran sind. Valentini. Fischer. Und die reguläre Spielzeit ist rum. Wie viel Nachspielzeit gibt es? Und es gibt schon wieder Eckball. Der vierte, 4 Minuten Nachspielzeit. Da ist doch nochmal Zeit für den ein oder anderen Angriff. Eckball, Dumann. Die lassen sich jetzt aber auch aufreizen. Viel Zeit damit. Und Janik Huth packt sich dazu. So, jetzt haben wir noch 3,5 Minuten. Jetzt mal noch ein oder zwei konzentrierte Angriffe spielen. Heuer, wir haben noch 1 Minute. Das ist vielleicht der letzte Angriff. Hartmann. Und der chippt den Ball einfach mal in den Strafraum. Da ist Kuni, da ist Kuni. Das ist jetzt die dicke Chance. Aber was macht der da? Der passt auf Platte und Platte scheitert. Und Just war aus der 2-3 und der Schuss war leider völlig missraten. Das war die dicke Chance. Und ich fürchte, dass uns jetzt die Zeit davonläuft. Die werden sich jetzt nämlich viel Zeit lassen beim Abschlag. Wir müssen irgendwie noch einmal schnell an den Ball kommen. 30 Sekunden noch. So, da ist nochmal die Chance. Just dran. Der Abschluss war leider völlig missraten. Michel schickt Janis Heuer. Hartmann mit neuem Vertrag ausgestattet. So, eine Chance haben wir hier noch. Hier sind noch 20 Sekunden auf der Uhr. Hartmann bringt die Flanke rein. Der bringt die Flanke rein. Und der Kopfball geht verloren. Und der Ball ist weg. Und die Zeit ist noch nicht ganz rum. Noch sind 10 Sekunden auf der Uhr. Ist ganz schnell einen hohen Ball spielen. Melem auf Hartmann, das ist aber zu unplatziert und unpräzise und ich fürchte, der Schiedsrichter wird jetzt abpfeifen, weil die Zeit ist rum. Das war ein Fight und wir haben diesen Fight verloren, aber auch verdient. Nürnberg war hier klar die bessere Mannschaft, 20:7 Abschlüsse, wir sind zu spät wach geworden. Plate, unser bester Spieler, Michel hat wenigstens getroffen, Kuni und Heuer haben auch positive Impulse hinterlassen. Aber scheinbar haben wir zumindest die Tabellenführung nicht abgegeben. Einige Spieler sind ja ängstlich und besorgt. Ich bin unzufrieden mit dem, was ich hier gerade von diesem Team gesehen habe. Schuster ist demotiviert. Ich spreche nochmal mit ihm. Ich will ihm sagen, dass er den Kopf hier nicht hängen lassen soll. Ich setze auf ihn und ich sage ihm, ich kann dir keinen mangelnden Einsatz vorwerfen. Es war einer dieser Tage, an dem es nicht sein sollen. Es hat nicht sollen sein. Sein sollen oder sollen sein? Es hat nicht sein sollen. Ist ja aber auch nicht korrekt aufgeführt. So, die Niederlage ist da. Erzählen Sie uns doch, was heute da draußen passiert ist. Wir haben heute nicht alles gezeigt, was notwendig ist, um unseren Fußball zu spielen. Wenn das passiert, ist es schwer zu gewinnen. Wir haben beide Saisonspiele gegen Nürnberg verloren. Warum machen Sie sich selbst als den Schuldigen aus? Ja, nicht ich alleine, die Mannschaft auch. Ne? Ich würde meinen, dass das wohl auf der Hand liegt. Der Gegentreffer kurz vor der Halbzeitpause kam zu einem äußerst ungünstigen Moment, ja. Ich hatte gehofft, dass wir uns in die Halbzeit retten können, um dann wieder Ruhe in die Mannschaft zu bringen, aber der Gegentreffer nahm uns diese Möglichkeit. Wir haben hier und heute verloren. Regensburg spielt noch morgen. Ingolstadt gewinnt 2:3 in Heidenheim. Wir verlieren 2:1 in Nürnberg. St. Pauli spielt 1:1 gegen Aue. Aue verlässt die Abstiegsplätze. Darmstadt auf dem Relegationsplatz. Karlsruhe auf dem anderen Relegationsplatz. Kiel verlässt Platz 18. Sandhausen hat jetzt Platz 18. Sandhausen spielt aber gegen Regensburg. Wir hoffen mal, dass sie denen da Punkte abknüpfen. So, dieser Fehler hat uns echt nicht geholfen. Dörfler war nicht gut genug. 2:3, wenn er so schlecht war, stieb er mal noch nicht. So, im Social-Media-Bereich kocht die Stimmung über. Michel steht kurz vor der Torprämie. 36.000 Euro. Er ist nur noch einen Treffer von 10 Ligatoren entfernt. Nein, die 10 Ligatore hat er doch schon. Oder werden hier Pokaltore mitgezählt? So, unsere Serie reißt. Die erste Pleite nach 6 Spielen. Pressekonferenz muss ich leider mitnehmen. Beginnen wir mit einer Frage von Sebastian Freund, Nürnberger Sportexpress. Patrick Twumasi hatte heute eine klasse Leistung für Nürnberg hingelegt. Wie ärgerlich war es, auf ihn in dieser Form zu treffen? Ich möchte mich nicht zur Einzelleistung äußern, zumindest nicht vom Gegner. Wieder einmal waren wir Zeuge, wie der Videoassistent eine Entscheidung des Schiedsrichters korrigiert hat. Was denken Sie momentan darüber? Ja, das 2:0 hätte nicht zählen dürfen, oder? Ich bin immer noch pro Videobeweis, das wird sich auch nicht so schnell ändern. Auch wenn Sie heute Leidtragender waren, gefällt es Ihnen, dass immer mehr Gebrauch von der Technik gemacht wird, um den Schiedsrichtern unter die Arme zu greifen? Ja, dann hätte man es beim 2:0 ja auch machen müssen.
So, wenn das Ergebnis eines Spiels fair und gerecht ist, bin ich zufrieden, egal wie wir es erreichen. Ich möchte jetzt aber auch das nicht als Ausrede nutzen. Wir haben generell verdient verloren, da wir einfach die schlechtere Mannschaft waren. Es gibt Gerüchte, Sie wären immer noch auf dem Transfermarkt aktiv. Planen Sie weitere Verpflichtungen? Ich plane in erster Linie Vertragsverlängerungen. Werde in der Pressekonferenz nicht über Transfergerüchte sprechen. Sie möchten Ihre Karten nicht offenlegen, aber die Fans erwarten eine Antwort. Werden Sie Josh Koroma verpflichten? Corona? Ich weiß nicht, wer das ist. Sie haben Ihre eigene Frage bereits beantwortet. Ich werde meine Karten nicht offenlegen. Wie sind Sie zu Ihrer aktuellen taktischen Marschroute gekommen? Diesem Spielstil bin ich vertraut, kann ihn am besten den Spielern beibringen. So. Gucken wir mal noch, was Regensburg macht und gucken wir auch noch mal in die anderen Ligen. Bin immer noch pro Videobeweis. Hartmann bestätigt, wechselt zu Paderborn. Das ist jetzt offiziell. Das ist schön. Kostet viel Geld, aber der Mann hat uns überzeugt. Der Transfer wird am Freitag, 30. Juni, vollzogen. Hä? Das heißt, erst nach der Leihe. Ach so. Wir haben ihn noch bis 2023 ausgeliehen und danach für 2 Jahre verpflichtet. Ach so, ich hätte jetzt gesagt, wir. Okay, hätten wir uns ja auch noch ein bisschen Zeit mit der Entscheidung lassen können. Okay, naja, ich dachte, die Leihe wird dann quasi jetzt beendet und sofort in einen festen, fixen Transfer umgewandelt. Nee, scheinbar nicht. Aber er hat jetzt schon mal sich die Entscheidung vorweggenommen. Ja, gut, dann werden wir diese Gebühr ja auch später erst zahlen müssen, nicht wahr? So, ich muss irgendwo ist meine Antwort nötig. Ach so, das muss ich akzeptieren. Es werden 2 Millionen vom Transferbudget dieser Saison abgezogen. Muss ich das jetzt sofort bezahlen oder was? Naja, akzeptieren wir das so. So, wir spielen als nächstes gegen Bremen. Das wird natürlich auch ein absoluter Knaller in der Benteler Arena. Wir müssen Adrian Oeynhausen halten, egal wie gut das Angebot von Aue ist. Blablabla. Was ist denn mit. So. Oeynhausen ist schon so ein junges Talent, auf den Fokus mal drauf richten sollten. Aber im Zentrum. Ja, wenn der Schuster jetzt weiterhin Stress schiebt. So, wir gehen mal zur Besprechung. Ich denke, Johannes Dörfler könnte einen nach einem besseren Vertrag fragen. Einer unserer besten Spieler. Er hat aber noch Vertrag bis Ende 2020. 24. Ja, können wir aber trotzdem machen. Können Spieler auf die Transferliste setzen, da sie wahrscheinlich keinen neuen Vertrag unterschreiben werden. Nein, das mache ich erstmal nicht. So, Folgemaßnahmen. Dörfler bieten wir mal einen besseren Vertrag an. Stammspieler. Rede mit dem Herrn Feldhaus. So. Dient auch weniger als Ananou eigentlich. Was ist denn hier mit Kosten? Ich überziehe. Das Transferbudget ist aktuell bei 0 Euro. Wir würden das überziehen, aber das wäre nicht so schlimm. Scheint auch nicht so schlimm zu sein. So, das Angebot kommt direkt gut an. Ich gucke mir das nur oberflächlich an, aber lasst mich. Oeynhausen bindet sich an Paderborn. Bis 2024 unterschrieben. Scouting-Bericht über Bremen. Bremer sind gut beim Passen und beim Flair. Woo! Einsatzfreude und Zielstrebigkeit wird als negativ beschrieben. Bremen hat auch verloren in diesem Spieltag. Da werden zwei Teams unter Druck stehen. Regensburg verliert auch. Sandhausen gewinnt 2-0 gegen Regensburg. Damit haben wir die Führung behalten. Wir haben verloren. Bremen hat verloren. Karlsruhe hat unentschieden gespielt. Regensburg hat verloren. Dresden und Hannover vielleicht die Sieger dieses Spieltags. Es bleibt eng und kuschelig oben. Wir haben 3 Punkte Vorsprung vor Platz 5. Sandhausen gibt die rote Laterne zurück nach Kiel. So, wir gucken auch mal in die anderen Ligen. Wir gucken noch mal, ob es hier noch Transfers gab. Aua, 2 Spieler abgegeben, aber für sehr geringe Summen. Christian Clemens wechselt ablösefrei nach Regensburg. So, in der dritten Liga gab es hier noch nennenswerte Transfers. Marco Caramarco, schöner Name, wechselt ablösefrei nach Duisburg. Markus Piosek, ehemaliger Paderborner, wechselt nach Lübeck für 3.800 Euro. Das sind ja nur Summen hier. Meine Güte. So, in der Bundesliga gab es noch Transfers. Marcelo Alinde für 3,5 Millionen von Montevideo City Torque nach Hoffenheim. André Barbosa da Silva von Freiburg nach Aarau für 25.000 Euro. Sind ja auch Peanuts hier. So, wir gucken nochmal hier in die Liga.
Hier sehen wir Bayern München auf Platz 1. 8 Punkte Vorsprung mittlerweile schon vor Gladbach auf den anderen Champions League-Rängen. Dortmund und Wolfsburg auf den Euroleague-Rängen. Leverkusen, Leipzig auf dem Relegationsplatz. Bielefeld auf den Abstiegsplätzen. Freiburg und Bochum. Unser DFB-Pokal-Gegner Greuther Fürth auf Platz 15. Auch ein bisschen durchgereicht worden in der dritten Liga auf Platz 1 und 2. Saarbrücken und Zwickau auf dem Relegationsplatz. Türk Gücü München auf den Abstiegsplätzen. Freiburg 2, Verl, Havels und Viktoria Berlin. Ist auch durchaus Bewegung in der dritten Liga. Ja, ich sage erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.